Vorarlberg ist weit über die Grenzen hinaus als Wanderparadies bekannt. Land auf, Land ab finden sich herrliche Routen, verschiedenster Schwierigkeitsgrade. Von ganz leicht und für die gesamte Familie tauglich bis hin zu hochalpinen Touren ist alles mit dabei. Das Felimäntle im Silbertal ist längst kein Geheimtipp mehr. Eingebettet in die herrliche Natur bietet die Almhütte alles, was das Herz begehrt. Vom Ausgangspunkt beim Parkplatz der Christbergbahn ist das Felimäntle über einen ca. 4 Kilometer langen, zumeist flachen Fußmarsch auch mit Kinderwagen erreichbar. Alternativ gibt es eine längere, ca. 10 Kilometer lange Tour über den Christberg vorbei am Wildried, eines der höchstgelegenen Hochmoore Mitteleuropas, bis zum Felimäntle. Highlights gibt es bereits auf dem Weg zum Felimäntle viele. Tiefe Schluchten sorgen ebenso für ein Naturschauspiel wie der große Wasserfall. Vorbei an diesen Perlen der Natur finden sowohl ambitionierte Wanderfreunde, aber auch ganze Familien mit Kindern schon auf dem Weg zum Felimäntle zahlreiche Möglichkeiten, um sich auszutoben. Ein Kletterfelsen wartet zum Beispiel darauf, erklommen zu werden. Das große Holzxylophon zaubert lustige Töne in die Silbertaler Bergluft und wer sich bautechnisch verewigen möchte, der baut mit seinen Liebsten ein Steinmännchen direkt am Fluss. Am Ziel angekommen, können mit etwas Glück Murmeltiere bewundert werden. Die kleinen Nagetiere kommen auch auf die Terrasse, wo sie gefüttert und von den Gästen bewundert werden können. Aber auch darüber hinaus bietet das Felimäntle zahlreiche Highlights. Kinder und Jugendliche finden beim Spielplatz verschiedenste Möglichkeiten, um sich auszutoben. Neben einem großen Hamsterrad gibt es eine Kinderseilbahn, verschiedene Klettermöglichkeiten, mehrere Rutschen und einen großen Fischteich mit einem Floß. Erwachsene genießen den Blick auf die umliegenden Berge oder relaxen in einem der Liegestühle. Gut essen und trinken gehört beim Felimäntle ebenfalls dazu. Das eingespielte Team verwöhnt die Gäste aus nah und fern mit traditioneller Vorarlberger Küche sowie den originalen Montafoner Kässpätzle, Wurstsalat oder Wiener Schnitzel. Als Geheimtipp gelten allerdings die frischen Forellen oder auch das Wild aus eigenem Revier. Das Felimäntle hat von Mitte Mai bis Mitte Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für Gruppen bietet die Almhütte spezielle Hüttenabende mit Spanferkelpartie oder Grillbuffet an. Eine tolle Location für einen speziellen Anlass. Ein echtes Naturschauspiel können Wanderer und Freizeitsuchende auch im benachbarten Scheidegg bewundern. Direkt über der Grenze in Möckers bietet sich nach einem kurzen Fußmarsch von nur wenigen Minuten in der Rohrachschlucht ein beeindruckendes Highlight. Ausgehend vom Streichelzoo und dem gemächlich, fast ruhig fließenden Rickenbach stürzen sich hier die Scheidegger Wasserfälle mit lautem Getöse über zwei Gesteinsstufen in die Tiefe. Die Scheidegger Wasserfälle stürzen sich über 18 und 20 Meter in die Rohrachschlucht, die übrigens auch eine sehr beliebte Motorradstrecke auf der deutschen Alpenstraße ist. Aber nicht nur das Wasser ist da, sondern auch es gibt einen großen Spielplatz für die Kinder. Man kann verschiedene Rundwege machen und einfach die Natur genießen. Entstanden sind die bei Scheidegg liegenden Fälle aus unterschiedlichen Schichtungen von Sandstein und Nagelfluhgestein. Der Höhenunterschied beträgt 40 Meter. Wobei sich der erste Wasserfall 18 Meter in die Tiefe stürzt, beim zweiten Wasserfall sind es sogar 22 Meter. Wesentlich ruhiger, aber nicht weniger spektakulär geht es wenige Meter weiter südlich zu und her. Beim Skywalk in Scheidegg genießen die Besucher in 30 Metern Höhe einen unfassbaren Rundumblick.
Der Steg, der geht 560 Meter entlang, eine Höhe von über 30 Meter. Wir sind hier jetzt bei ca. 30 Meter hoch und man läuft da wirklich richtig schön neben den Baumwipfeln. Man hat einerseits eine herrliche Sicht auf den Bodensee im Dreiländereck, weil es heißt ja auch Scheidegg über dem Bodensee. Und da kann man wirklich hier drauf schauen. Und auf der anderen Seite eine richtig schöne Sicht ins Alpenpanorama, in die Schweizer und österreichischen Berge. Dann neben dem Baumwipfelpfad hat man auch ein bisschen schön für die Kinder einen richtig schönen Abenteuerspielplatz. Es gibt dann Barfußpfad und dann schöner Waldlehrpfad. Also man hat hier wirklich einen Haufen zum Tun, wenn man mal hier ist. Spannend dann auch die Tour über den Baumwipfelpfad. Den Blick in die Ferne schweifen lassen ist auch hier angesagt. Wer es aufregender mag, der kann beim Abgang den Weg über den Erlebnispfad wählen. Zahlreiche Hindernisse warten hier nur darauf, bezwungen zu werden. Unten angekommen, erwarten die Besucher auch hier ein großer Spielplatz und verschiedene Freizeitmöglichkeiten. Hallo Schönheit, erleben Sie den großen Augenblick mit einem unfassbaren Rundum-Panoramablick, unzähligen Wandermöglichkeiten und unbezahlbaren Momenten. Egal ob zum Wandern, Paragliden oder ganz einfach nur um auszuspannen. Über den sonnigen Bergrücken der Niedere schwebend entführt die neue Pendelbahn Familien, Ausflügler und Sportler zu einem der schönsten Aussichtspunkte im Bregenzer Wald. Ja, da sind wir jetzt auf Baumgarten. Natürlich ein wunderbares Wanderparadies für alt, jung und sogar für Rollstuhlfahrer. Ein großartiges Gelände. Man kann von der Bahn raus über die Terrasse bis oben auf die Niedere mit dem Rollstuhl. Und vor allem der Wirter, ein großartiges Paradies für alle, die gehen Schnee mögen. Erstens zum Rodeln, zum Schneeschuhwandern, sonst zum Wandern. Man kann Rodeltouren machen, Skitouren, halt alles, was möglich ist. Das ist auch immer für mich das schönste Paradies in der Freizeit. Die Bergstation Baumgarten und die Mittelstation Sonderdach haben sich innerhalb kürzester Zeit als Ausflugsziel bewährt. Ein echter Geheimtipp, wo Besucher ihre Seele baumeln lassen. Auf dem Hausberg der Bezauer und der Andelsbucher ist aktive Erholung ebenso angesagt wie das Relaxen im Liegestuhl auf der Sonnenterrasse. Die Aussicht einfach herrlich. Berge, Bodensee oder die Paraglider in der Luft, auf der Niedere gibt es täglich etwas Neues zu entdecken. Klein aber fein ist dieses Naturparadies und bietet dennoch unzählige Möglichkeiten für die ganze Familie. Hinauf geht's täglich ab 9 Uhr mit der Kabinenbahn. 60 Personen finden darin Platz. Nach 3 Minuten der erste Stopp bei der Mittelstation auf dem Sonderdach. Dort, wo Olympiasieger Toni Innauer seine Kindertage erleben durfte, beginnt nun auch für die Ausflügler ein kleines bisschen Freiheit. Das Sonderdach ist zugleich auch Startpunkt zahlreicher Wanderungen. Natur pur ist auf dem Berg noch immer angesagt. Die Bahn hat von der Mittelstation noch einige Höhenmeter zurückzulegen. Bereits wenige Sekunden später ist allerdings schon die Bergstation Baumgarten erreicht. Der Ausblick eine Sensation. Der Besucher erwartet einen wunderschönen 360-Grad-Rundumblick auf der Terrasse vom Panorama-Restaurant. Man sieht den vorderen Bregenzer Wald, den gesamten Bodensee, den Sentis, Schweizer Berge, den Hinterbregenzer Wald mit Cannesfluh Mittagsspitze bis in die Lechtaler Alpen hinein. Seit der Eröffnung haben wir als erstes die Terrasse auf dem Dach wesentlich vergrößert, weil wir gemerkt haben, dass die Leute da rauf wollen.
Wir haben den Kinderspielplatz vergrößert. Man hat eine Startrampe für Drachenflieger direkt an der Station gebaut. Die Wanderwege wurden verbessert und im Winter die Rodelbahn entsprechend verbessert. Das Bergrestaurant samt riesiger Sonnenterrasse bietet allein im Inneren Platz für 150 Personen und lädt mit seinem Mix aus Moderne und Tradition sofort zum Verweilen ein. Egal ob Frühstück auf der Terrasse, Mittagsbuffet oder einfach zu Kuchen und Kaffee, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Als besonderes Highlight kann das Restaurant auch für Abendveranstaltungen gebucht werden. Auf der Niedere geht es aber auch uriger. Innerhalb weniger Gehminuten gibt es einige Hütten. Alpenfeeling pur ist angesagt. Gönnen Sie Ihrer Seele eine Pause und genießen Sie entspannte Stunden.